Moin moin, willkommen zu dem wahrscheinlich endlich letzten Part dieses Let's Plays. Was heißt endlich? Endlich heißt in diesem Fall, dass ich eigentlich schon fertig sein wollte im letzten Part, aber verschissen hab. Und deshalb richte ich hier meinen Rauschfilter, weil der nicht richtig sitzen will. Oh, der ewige Kampf mit dem Mikrofon hier, ne? Ne? So, ich hoffe, das passt jetzt einigermaßen. So, wir waren, wie gesagt, bei den Drachenherausforderungen, bei der dritten, da habe ich verkackt. Und ich habe ja eigentlich im letzten Part angekündigt, dass ich singen würde. Ob ich das tue, entscheide ich spontan. Wenn ja, dann wart ihr gewarnt. Besiege alle Feinde, um zu gewinnen. Wenn, dann werde ich das Singen wahrscheinlich in diesem Gebiet sowieso unterlassen, da ich nicht dazu kommen werde, da das hier ziemlich viel Konzentration von mir abverlangen wird. So. Außerdem wollte ich mit den Richtungstasten eben steuern, obwohl ich ganz genau weiß, dass das nicht funktioniert. Kommt her! Ja, bin ein bisschen leise. Es erfordert nun mal, wie gesagt, eine ganze Menge Konzentration. Also am Anfang geht's ja eigentlich noch, aber vor allem hinterher wird das richtig schlimm. Vor allem mit diesen Typen, die sich teleportieren können. Aber ich glaube, es ist wie üblich, ich denke, viele von euch kennen das, dass man einfach eine falsche Technik benutzt auf Dauer und dann, wenn man dann irgendwann mal wieder spielt und sich neu hintersetzt, etwas sofort hinkriegt, wo man vorher die ganze Zeit verkackt hat. Das ist, denke ich mal, kein neues Phänomen. Das ist, denke ich mal, was wir alle kennen. Bislang läuft es aber soweit sehr gut. Das ist schön. Das ist wirklich schön. So, hier sind jetzt auch schon die ersten Hunde und die ersten unsichtbaren Feinde. Jetzt fängt das Spiel auch schon an, asozial zu werden. Vor allem, weil die das beide hintereinander weg direkt machen müssen, weil sie es für nötig halten. Den habe ich nicht gesehen. Den konnte ich nicht sehen. Ey, das ist so gemein. Das ist so verschissen asozial. Okay, auf geht's. Diese verkackten Hunde. Die regen mich einfach nur auf. Das ist keine gespielte Aggression, auch wenn sich das vielleicht gerade ein bisschen danach anhörte. Ohne Scheiß. Doch mit bitte. Okay.
Halleluja! Ich hoffe, die Aufgabe ist jetzt nicht wieder deswegen verschissen, weil jetzt ein Gegner runtergefallen ist. Wie so bei dem Todesflügel, das war ja... da war das ja mal so. Ihr erinnert euch vielleicht ganz bisschen daran, wie das damals war, als ich diesen Teil hier das erste Mal versucht habe und kläglich gescheitert bin. Okay, die verkackten Typen sind schon da. Das ist gut. Die machen wir jetzt kalt. Auf die habe ich nämlich echt keinen Bock. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, wie viel hat mir das denn gerade abgezogen, bitte? Noch ein Versuch. Wahrscheinlich werde ich diese Aufnahme einfach löschen und so tun, als ob die nie existiert hat. Wenn das hier so weitergeht. Weil ich echt keinen Bock mehr habe. Auf diesen Scheiß hier. Das ist doch Beschiss. Wie auch immer das gerade mir gelungen ist. Ich hab die Schnauze voll. Scheiß verkackten Köter. So. So. Fress den Scheiß hier. Ich hab auf den Kack echt keinen Bock mehr.
Ohne Scheiß. So. Ey, der Scheißer lebt noch. So. Diesmal sorge ich höchstpersönlich dafür, dass ihr nicht irgendwie durch irgendeine Scheiße drauf geht. Was hast du vor? Ich mach dich kalt. Ich mach dich richtig kalt. So, jetzt bist du dran. So, jetzt kommen selbstverständlich direkt die nächsten. Das war ja auch so zu erwarten. Ich hoffe, sie backen nicht rum. Ich hoffe einfach nur, dass ich nicht wieder durch einen scheiß verkackten Spielfehler es nicht schaffen kann. So wie beim letzten Mal. Nochmal ein, dass wir auch sicher gehen, dass er tot ist. Es ist, wie man es nicht anders erwarten würde, so. Sie schicken die einen nach den anderen alle vor. Sie sind halt feige Sauen. Das soll man auch anderes von denen erwarten. So, den Schwall hebe ich mir mal auf. Ich weiß ja nicht, was nach diesem Todesflügel hier kommt. Es kommt noch einer. Ihr wisst gar nicht, wie unglaublich kreativ und einfallsreich ich das finde, mir einen Todesflügel nach dem anderen einfach so vorzuschicken. Allein der Gedanke. Der nächste Gegner ist ja eh wieder ein Todesflügel. Bitte sag, das war der letzte. Es war der letzte! Du hast diese Drachenheraufforderung bezwungen. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Endlich. Oh Mann. Das war mein Controller. So, das Spiel hat das auch schön abgespeichert. Dann machen wir jetzt mal weiter mit der nächsten Herausforderung. Auch wenn ich nervlich schon total am Ende bin. Die Gegend dieses Mal ist aus The Legend of Spyro, Dings. A New Beginning.
Das wissen vielleicht sogar einige. Zum Thema Singen, ich bin darauf gestoßen, dass es für mich nicht mehr möglich ist, zufällig irgendwie ein Lied zu wählen, was auf meinem Handy ist. Da erstens die Auswahl auf meinem Handy einfach zu groß dafür ist, als dass ich damit je zufrieden sein werde. Und zweitens bin ich einfach zu sehr darauf getrimmt, dass ich ein Lied singen möchte, wenn dann, dass ich auch mag. Und so. Es ist mir aber auch egal. Ihr könnt mir ja für den Fall, dass euch das interessiert oder dass ihr mich überhaupt singen hören wollt, das auch mal in die Kommentare schreiben und schreiben, was ihr denn gerne hören würdet für ein Lied. Es wäre mir natürlich sehr gelegen, wenn das ein Song aus der Linie Rock-Pop ist, da das die Musik ist, die ich generell so höre. So Sachen wie Ich und Ich finde ich zum Beispiel auch ganz okay. Auch wenn das jetzt nicht ganz so Rock ist, glaube ich. Ich kenne mich da nicht aus. Meine Bands, die ich so größtenteils höre, sind Sunrise Avenue, Linkin Park und Thomas Godoy. Zurzeit zumindest. Und da muss ich zu sagen, Linkin Park ist natürlich gesanglich nicht immer ganz so umsetzbar. Nicht zuletzt, weil es zwei Sänger sind. Und ich muss sagen, diese Herausforderung bringt mir nicht ansatzweise so viele Probleme, da ich nicht runterfallen kann. Und keine... Doch, jetzt kommen schon die ersten Hunde. Hier bekomme ich die Todesflügel aber vor den Hunden. Das ist interessant. Dieser Level hier scheint eher zu wissen, was schwierig ist und was nicht. Aber nun denn. Dann sei dem halt so. So. Jetzt kommen selbstverständlich die nächsten. War ja klar. So macht das keinen Spaß. Weg mit euch, ihr widerlichen Dingsdinger. Der Schwierigkeit hierbei ist ja übrigens, dass wir die Drachenzeit nicht benutzen können. Ob das denn jetzt allzu schwierig ist, ist natürlich Sache, je nachdem, wie sehr man denn die Drachenzeit vorher so genutzt hat. Wäre ja komisch, wenn nicht. Ich habe sie vergleichsweise wenig benutzt, daher ist diese Aufgabe für mich jetzt auch nicht so problematisch. Die... Für jemand anderen vielleicht. Man hat es vielleicht auch schon gesehen, ich habe nicht ganz so viel Probleme damit, wie mit der letzten Aufgabe. Ich weiß auch, dass die allerletzte mich nochmal wahrscheinlich abfacken wird, da es die eine ja auch schon getan hat. Weil ich noch weiß, dass die letzte auch ziemlich bescheuert war. Auch wenn ich nicht mehr weiß, was der Schwierigkeitsgrad dahinter war. Nein, da war kein spezieller Schwierigkeitsgrad dahinter. Man bekommt einfach Feinde aus allen möglichen Umgebungen. Hier ist es mal wieder dieses tolle Prinzip, dass wir einen Gegner nach dem anderen vorgeschickt bekommen. Was natürlich überhaupt nicht funktioniert. Weil die dann kein Teamwork mehr können und damit nicht mehr schwer sind. Der Schwierigkeitsgrad ist ja eigentlich, dass man mehrere Gegner hat. Scheint hier nicht der Fall zu sein. Die Aufgabe ist mit Bravo bestanden. Und wir nähern uns dann der letzten Drachenherausforderung. Ich komme mir gerade ein bisschen doof vor, weil ich gesagt habe, ich würde singen, aber es nicht getan habe. Könnt ihr in die Kommentare schreiben für mein Dawn of the Dragon Let's Play. Oder so. Weil ich das ja auch alleine mache. Da ich keinen Partner dafür gefunden habe mehr.
Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. Vielleicht finde ich ja doch noch jemanden. Oder eine. Soll ja ein weiblicher Co-Kommentator sein. Weil ist so. Weil ich das so haben will. Ich habe schon genug Let's Plays mit meinen, Let's Play Togethers mit meinen Let's Player-Kumpels. Da kann auch mal jemand anders herhalten. Besiege alle Feinde, um zu gewinnen. Das ist eigentlich, wie gesagt, ziemlich simpel. Da wir bekommen einfach alle möglichen Gegnersorten. Einmal die Dinger aus A New Beginning. Die Dinger aus, vom Anfang. Und die Dinger vom Ende und die Piratentypis, die bekommen wir auch nochmal. Also eigentlich dürften wir alles, was uns Schwierigkeiten bereiten könnte, hier vorfinden. Prügel tue ich mich gerne. Tralalalalalala. Was soll der Scheiß? Oh mein Gott. Oh my. Egal. Da komme ich ja auch mal große Gegner vorgesetzt. Die kleinen sind langweilig und nervig. Und überhaupt. So macht mir das keinen Spaß. Teleportierenden sich da, habe ich nicht gesagt. Es sind auch wieder da. Oh nein, das sollte ich zensieren. Das sollte ich zensieren. Ich zensiere ja sonst nie was, aber das sollte ich zensieren. Weil das war einfach nur unterstes Niveau. Kennen sich meine Zuschauer ja aus, nein. Nein. Wenn, dann nur, weil sie mich gucken. Ohne Scheiß? Ohne Scheiß? Ich hab so keinen Bock. So, ich mache jetzt immer, sobald ich den Schwall machen kann, den Schwall. Ich möchte einfach nur noch fertig werden. Es ist mir alles egal. Thank you.
Ich sollte mehr hingucken, wohin ich laufe und vor allem, wohin ich angreife, sonst fliege ich wieder über die Klippe. Wie mich die Leute hier gerade ankotzen. Also nicht die Leute, sondern die Gegner natürlich. Ich verliere jede Geduld, die ich nie besessen habe. Doch habe ich. Spyro, verarsch mich nicht. Danke. Mann, wie erwachsen. Verdammt, verdammt. Ich hab nicht auf mein Leben geachtet. Oh Schreck, oh weh. Oh, oh weh. Oh Gott. So, jetzt könnt ihr mich mal wieder. Nicht beim Rand aufhalten. Das kann ganz böse ausgehen. Haben wir ja erfahren. Allerdings sind die Kristalle am Rand und das ist ziemlich asozial von dem Spiel. Vor allem, wenn die Gegner auf einen losgehen, während man da sich nichts denkend versucht ranzukommen. Wieso ich eigentlich auch immer wieder diese mittelgroßen vorgesetzt bekomme, verstehe ich auch nicht so ganz. Habe ich es geschafft? Nein. Da ist noch einer. Wahrscheinlich wird nach dem nochmal so eine ganze Angriffswelle kommen. Es ist auch wieder so eine feige Sau. Ohne Scheiß, guckt es euch doch an.
Bekomme ich die Gegner jetzt wieder einzeln vorgesetzt? Oder was? Das ist echt scheiße, weil das zieht dann... Das zieht das Ganze so richtig in die Länge. Ohne Scheiß jetzt. So. Und bleib tot. Du hast alle Drachenherausforderungen bestanden und den bösen Spyro entfesselt. Lade deinen Spielstand und erleb die Kraft, indem du den linken Analogstick drückst, und ich will nicht, dass du das zu Ende liest. Schön. Das probieren wir dann auch gleich mal aus. Spiel laden. Dann kann ich euch das mal demonstrieren. Auch wenn ich mir dafür wieder irgendwas anhören muss. Aber sei es drum. Der Part hat dann auch ein bisschen Überlänge, aber ist ja jetzt endlich der letzte Part. Wir haben alle Drachenherausforderungen geschafft. Ich zeige euch nur noch den schwarzen Spyro. Und dann verabschiede ich mich auch eigentlich schon mal Spyro von diesem Let's Play. Hey Spyro, das ist deine Nacht, was? Wunderschön. Was willst du, Sparks? Warum muss ich immer was wollen? Weil du so bist. Da-da-da-dum! Das ist unser schwarzer Spyro. Er hat leuchtend helle Augen, schwarzen Rauch, der ihn umgibt, und schwarze Haut? Schuppen? Was auch immer. Jedenfalls ist er ganz und gar in Schwarz gehüllt, wie sich das für einen Drachen nun mal so gehört. Hier kann man hin. Das ist etwas, was ich nicht wusste. Aber mich würde wundern, wenn es hier noch einen Federkiel gäbe, ehrlich gesagt. Da man den ersten Federkiel ja erst da drinnen vorfindet. Nun, kommen wir zu den Fähigkeiten. Die kennt ihr eigentlich auch schon. Einmal diesen... Den Strahl. Und das passiert natürlich immer noch, dass er dann so rumschwebt. Das kann er natürlich auch. Das zeigt sich im Kampf aber erst richtig. Den Schwall würde ich dann auch noch gleich ganz gerne zeigen bei einer Gelegenheit. Und gucken, ob wir bei Cutscenes an sich, ob wir da denn auch noch schwarz sind. Das habe ich nämlich gar nicht ausprobiert. Das weiß ich gar nicht. Egal, wir spielen erstmal weiter. Können die Cutscene hier gerade leider nicht überspringen. Das ist ein bisschen schade. Aber egal. Ein bisschen traurig, dass ich jetzt mit dem Let's Play schon durch bin. Du bewegst die Kamera mit dem rechten Analogstick. Diesen Federkiel habe ich eigentlich schon. Du hast einen verzauberten Schreibfederkiel eingesammelt. Sammel noch mehr, um in der Bildergalerie neue Bilder freizuschalten. Ich hoffe, das ist der einzige, der hier doppelt angezeigt wird. Es wäre jetzt natürlich ziemlich dämlich, wenn ich nämlich dann noch die alten, die ich schon habe, angezeigt bekomme. Da ich dann nie sagen kann, ob der denn auch neu ist. Ich sammle die ja eh nicht mehr alle ein. Das wäre mir viel zu aufwendig. Cutscene übersprungen, haben wir nämlich keine Zeit für. Haben wir schon, ich aber nicht. Batz. Jetzt kommt das Froschgras.
Ob man das an dem so gut demonstrieren kann, weiß ich nicht. Ist ja egal. Es geht ums Prinzip. Ja. Ja, bei denen kann man das wunderbar demonstrieren. Hat aber nicht viel gebracht. Den Schwall würde ich ganz gern nochmal einsetzen. Wenn es recht wäre. Leider bekomme ich keine lila Edelsteine. Dahin muss ich ein bisschen weiter für spielen. So viel aber auch nicht. Deswegen machen wir das gerade noch. Ich wünschte, ich würde noch ein paar Federkiele finden. Aber hier habe ich ganz sicher keinen übersehen. Einen? Bei einem Federkiel kann ich mir vorstellen, wo ich den vielleicht vorfinde. Da war ein Federkiel, den haben wir aber auch. Nämlich war einmal was, da hatte man aufs Wasser gehen müssen oder so. Und das konnte man ja noch nicht, weil man noch keinen Eisatem hatte. Cinder, was machst du denn hier draußen? Das ist gefährlich. Du hättest mir nicht folgen sollen, Spyro. Dann ist ja alles in Ordnung. Komm, wir gehen. Auf bald. Ha. Bitte, mach es mir doch nicht schwerer, als es schon ist. Ich will das doch nur verstehen. Okay, er hat doch Pupillen. Ich gehöre nicht hierher. Nach allem, was ich dir angetan habe. Ich kann nicht bleiben. Cinder, niemand gibt dir die Schuld an dem, was passiert ist. Er ist schwärzer als Cinder. Sparks. Nein, Sparks hat recht. Oder Schwarzer? Und ich werde jeden Tag daran erinnert. Spyro. Auf jeden Fall ist er dunkler. Dein Platz ist hier. Dein Schicksal liegt hier. Meines jedoch muss ich woanders finden. Cinder, ich will nicht, dass du gehst. Auf Wiedersehen, Spyro. Endlich müsste ich das ganze Let's Play nochmal so machen. Ein bisschen schlafen? Ich habe seit Wochen immer mit einem offenen Auge geschlafen. Eigentlich müsste ich das jetzt so komplett nochmal durchziehen. In dem schwarzen Modus. Aber nein, das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel des Guten. Dafür hat mich das Spiel zu sehr genervt. Vor allem jetzt bei den Drachenherausforderungen, die jetzt mit dem schwarzen Modus natürlich vollkommen einfach sind. Das habe ich vergessen. Das ist ja auch noch hier mit bei. Wie jetzt? Können wir hier nicht in den schwarzen Modus wechseln? Wie konnte das passieren? Der Lila... Sei still. Hier können wir nicht in den schwarzen Modus wechseln. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Warte mal. Das können wir. Mit der L2-Taste können wir seitlich gehen. Das wäre natürlich durchaus praktisch gewesen in so manch einem Kampf. Wenn man das vorher gewusst hätte. Das hätte ich nicht tun dürfen. Obwohl die Drachenzeit war sowieso leer. Dann lag das daran. Ich darf meine Ausbildung nicht vergessen. Nee, die ist voll. Jetzt ist sie leer gewesen. Nicht mal. Ich bin verwirrt. Ich bin geistig verwirrt. Ach nee, wir können begründet nicht in den schwarzen Modus wechseln, weil wir hier ja nur Feuer können. Das sah doch lächerlich aus. Beenden. Ich will schnell fertig werden. Wir wollen doch nur den... Ich will doch nur den einen Schwall sehen. Du hast das Feuerelement in Spyro erweckt. Erneut. Interessiert mich sowas von. Das kannst du dir echt nicht vorstellen, Historiker. Wie sehr mich das interessiert. Ich möchte doch nur fertig werden. Oh. Da bin ich schon durch und das Spiel nervt mich immer noch. Natürlich mit dem verbesserten Feueratem ist das natürlich nochmal was ganz anderes.
Die hinterlassen natürlich auch alle keine blauen Edelsteine. Die bekommen wir erst hinterher. Und lila Edelsterne selbstverständlich auch nicht. Und die, die gleich welche hinterlassen, von denen haben wir nichts. Ach ja, das geht ja so. Das macht denen sonst ja keinen Schaden. Das kann man auch nicht schneller machen. Für wenn man das schon mal gespielt hat. Es tut mir leid, dass ich so unglaublich ungeduldig bin. Aber ich habe nun mal kein Interesse daran, hier Stunden zu verweilen. Ich will endlich durch sein. Und dazu muss ich noch, oder möchte ich zumindest noch, für die, die es interessiert, vielleicht interessiert es ja einige von euch, den Schwall des schwarzen Moduses zu sehen. Stattdessen darf ich mir dieses Tutorial hier ansehen. Hooray! Hooray! Hier reicht wieder auf. Bla bla bla. Bekommst du Energie, mit denen du deine Atemarten aufwerten kannst. Schön. Das sind die einzigen, die mich jetzt noch interessieren. So. Wenn du Feinde besiegst, lassen sie lila Schwall-Edelsteine zurück. Füll deine Schwallleiste auf und drücke dann R2, um deinen Feuerschwall zu entfesseln. Ist ja wirklich unglaublich, wie schnell die tot sind. Natürlich, ihn verbessert, ne? Die waren doch eben noch da. Das ist so dämlich. Überspringen geht doch. Dass ich endlich machen kann, was ich will. Hat schon wieder so die Überlänge, dieser Part. Egal. Ist eh der letzte. Jetzt habe ich natürlich noch so eine mögliche Ladezeit. Überspringen. Ach ja. Richtig. Habt ihr gesehen, was das für Schaden macht? Sind nach dreimal Tschuck, macht das ja immer irgendwie, sind die ja schon tot. So, mir geht's jetzt aber gerade darum,
lila Schwalledelsteine zu sammeln. Wenn's genehm ist. Auch mit den Richtungstasten wechseln wir übrigens wieder zurück zu den normalen. Ohne, dass wir die L3-Taste wechseln müssen. Das hat euch jetzt brennend interessiert. Ich weiß, ich bin ja echt toll. Ohne diese Information von mir hättet ihr nicht überlebt. Ja, sicher doch. Aber ich muss sagen, es ist ziemlich cool, mit dem schwarzen Spyro zu spielen. Es fühlt sich auf jeden Fall ziemlich cool an. Und ja, selbstverständlich konnten wir in dieser Zeit nicht den Schwall fertig kriegen. Das wäre ja schön gewesen. Und wir müssen auch jederzeit wieder diese tolle Cutscene vorgesetzt bekommen, weil wir ja sonst nicht wüssten, was dadurch passiert, wenn wir diese Schalter aktivieren, weil wir das ja noch nie in unserem Leben gemacht haben. Es kotzt mich einfach nur an. Ich will doch nur den Schwall zeigen. Ist denn das so schwer? Antwort des Spiels: Ja, ist es. Man kann es mir nicht einfach machen. Das wäre ja schön. Schön. Nein, man muss alles aufwendig und umständlich machen. Denn sonst könnte es ja Spaß machen. Die machen das aus, ja natürlich. Aber immerhin komme ich dazu, eine Stufe nicht mal aufzusteigen. Echt mal, muss ich nur noch Eis und Erde, aber dafür noch übelst viel. Okay, was heißt hier nur noch? Noch so viel, viel mehr, sollte die richtige Beschreibung sein. Und selbstverständlich bekomme ich jetzt wieder neue Gegner vorgesetzt in einer Cutscene, die ich überspringen kann. So schön. Und das haut die um, dieser Atem? Das ist ja cool. Das ist echt cool. Das hier gerade weniger. Seht ihr, wie weit ich spielen muss, nur um euch den Schwall zu zeigen? Das ist doch nicht normal. Ich hab die Schnauze voll. Thank you.
Jetzt sterbe ich sogar. Weil diese Schneckenreiter sich so verkriechen, dass ich selbst mit dem Poweratem nicht durchkomme. Ich tick aus. Ich kann in der Cutscene. Ist ja lustig. Ist ja lustig. Ich kann in der Cutscene wechseln. Da. Das finde ich jetzt lustig. Wenigstens einmal noch mal was Lustiges in diesem Part. Auf dass ich nicht vollends meinen Verstand verlieren tue. Boah, ich denk grad, wie scheiße das gewesen wäre. Ey, mit dem normalen Kampf reicht das, wenn ich diese Typen verprügle, ne? Aber wenn ich das mit diesem Schwall-Dingen mache, ne? Mit dem schwarzen Modus, ne? Das geht nicht. Nein. Das geht selbstverständlich nicht. Ein bisschen fehlt uns noch. Haben wir aber gleich. Und dann ist es gleich soweit. Ich kann es kaum fassen. So. So. Und an den nächsten Gegnern mache ich es dann. Einfach mal so zur Demonstration. Neue Stufe. So. Kommen wir eh nicht mit durch. Wenn das nicht episch war, dann weiß ich auch nicht weiter. Und somit verabschieden wir uns von Let's Play The Legend of Spyro the Eternal Lect. Diesmal endgültig. Bis... Ja, hier seht ihr nochmal den Endstand an Sachen, die ich habe sammeln können. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder bei Let's Play Dawn of the... Let's Play... Oder Let's Play Together, je nachdem, wie sich das entwickeln tut. The Legend of Spyro, Dawn of the Dragon. Bis dann. Tschüss.